Oh yeah. Wir beginnen das heutige Video mit den Hundis. Nein, nicht ganz. Wir beginnen das heutige Video mit einem Kanalmitglied. Und zwar warst du das zweite Kanalmitglied. Das erste Kanalmitglied war der Rudolf oder Andi. Grüß mich, Andi. Hallo Andi, wenn du zuschaust. Hallo Andi. Und das ist der... Ist mir übel, Matthias. Der Matthias. Ist mir übel. Genau. Du warst die Nummer zwei. Genau. Ich habe mich sehr gefreut. Und du warst lang, da von die Fähnchen her, gell, warst lang der Oberste. Genau. Jetzt nicht mehr, da haben wir dich schon ein paar überholt. Nordrhein-Westfalen ist der. Du bist trotzdem. Ich der Einzige in Nordrhein-Westfalen. Ja, ne? Ja, es gibt noch zwei, die sind ein bisschen westlicher von dir. Aber mir hat einmal der Wind die jeden Landkarte runtergerissen. Mhm. Die hat nicht mehr alle Fähnchen angebracht, das muss ja, ich einmal nachholen. Auf jeden Fall hast du den ganzen weiten Weg zu mir her gemacht. 650 Kilometer. 650, ja, das ist eine schöne Strecke. Ja. Das ist gewaltig. Bin ich gestern auch gefahren von Ungarn heim. Und mir tut heute noch das Kreuz weh. Ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Ja, also ich kann hier, ich habe ja ein neues, altes Auto und da kann ich viel besser drin sitzen. In meinem Renault, den ich davor hatte, hätte ich das nicht gekonnt. Na. Nee, da wäre ich... Na, zu weiche Sitze. Also. Zu klein. Schon? Ich bin ja nur jetzt nicht gerade der Schlankste. Na ja. Und voll schlank. So kleine Sitze und dann das waren Ledersitze und dann waren die steinhart, überhaupt nicht irgendwie im Rücken gestützt, richtig, ja. Also konnte ich nicht weite Strecken mitfahren. Bei meinen ist der Sitz super, aber ich bin einfach schon zu alt. Ja, ich krieg das Auto ist ja auch schon. Immer ein bisschen Kreuzweh. Ja. Ja. Und das ist das Auto, um das es geht. Das ist ein Opel Corsa. Wieso hast du denn da vorne Vauxhall draufstehen? Das habe ich da draufgeklebt, weil das in England heißen die ja Vauxhall. Genau. Gibt es denn noch die Vauxhall in England? Ja, 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 ja. Das ist alles, Wahnsinn. Was Opel ist in England Vauxhall. Ja. Du, exportieren die nach Russland? Ich habe gesehen, so auf Live-Kameras bis nach Sibirien habe ich alles Linkslenker gesehen. Sibirien Linkslenker? Die haben Rechtsverkehr in Russland, aber da fahren so viele Linkslenker-Autos rum, dass ich mir denke, wie gibt es sowas? Ne? Vielleicht kaufen die irgendwo als Unfallwagen auf. Weil mein so Renault, viele. Ja, den Renault, den ich hier vorher hatte, der hatte ich ja den Unfall mit. Ja. Und der war total Schaden und der ist jetzt in der Türkei. Ah, ja. Den hat bei uns ein Türke aufgekauft, der Autos exportiert und der hat ihn in die Türkei exportiert. Ja. Und da wird er wieder zusammen, obwohl der krumm war wie eine Banane. Ja. Die schustern den da wieder zusammen. Und was, der Guckuck oder die Teile? Ja. Bei uns gibt es auch so türkische Autohändler, die 10 bis 15 Autos mitnehmen mit zwei LKW. Ja. Ja. Die warten immer ab. Da kriegst du als, ich war mal interessiert an so einen alten Audi, gell, und der war aber für die Türken bestimmt, den haben sie mir überhaupt nicht gegeben. Ja, ja. Die zahlen so gut, da hast du als Normaler gar keine Chance, ihn überhaupt zu kaufen, weil du musst ihn wieder herrichten und dann kostet es so viel und soll sich auch rechnen. Ja, genau. Ich habe da für den Renault, der war 14 Jahre alt, ich habe 1600 Euro hat er mir dafür gegeben. Das ist ja nicht schlecht, gell? Ja, also der war absoluter Totalschaden. Reparaturkosten irgendwas mit 14.000 Euro, also wenn man hätte, theoretisch. Da verstehst du oft die Welt nicht, als ob sie vielleicht nur die Papiere brauchen. Das ist ganz klar. Die das Auto verschrotten und brauchen nur die Papiere füreinander. Ja, mega. Weil wenn einmal im Dach schon ein Knick drin ist, dann ist das so hin. Also oben im Dach, an der A-Säule oben im Dach hatte der einen Knick. Ja. Von dem Unfall. Jetzt stell dir vor, für so ein Wrack 1600 Euro würde ich nie bezahlen. Und das war nicht der jüngste. Aber der ist super, der ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt. Ein ziemlich neuer Opel Corsa. Und da machen wir jetzt für ein Ist mir übel einen wunderschönen Unterbodenschutz. Das machen wir. Oh, da kommt ein Auto und die Hunde sind draußen. Eisbox ist auch noch nicht abgeladen. Ich hoffe, der fährt nicht meinen Flatti zusammen. Komm heim, Flatti. Der hört auch schon schlecht. Ich muss ihm das mit der Hand klar machen und dann flitzt er schon. Und da haben wir noch was zum Auspacken, weil was kaputt gegangen ist vom Korrosionsschutzdepot. Ich kann euch das Korrosionsschutzdepot wärmstens empfehlen. Der hat super Preise. Ja, total faire Preise. Ja, da habe ich ein paar mehr gekauft. Ja. An der Druckbecherpistole eine neue. Die andere hat in die falsche Richtung gesprüht. Da ist das Material Richtung Schlauch gegangen. Ja, das hat es reingezogen. Ich weiß nicht wie, weil da so viel Druck drauf ist. Ja, aber im Schlauch kann man es irgendwie nicht brauchen, gell? Sondern eher im Auto. Mir ist ein halber Liter ausgelaufen vom ML. Ich weiß, wie das aussieht. Er hat es mir nicht gezeigt, wie das aussieht. Nein, ich habe es gleich weggewählt.
Aber wenn ihr was braucht, wenn ihr irgendwas kaufen wollt, ich habe unter die Videos immer so Produktlinks für Amazon, so Affiliate-Links, aber da kriegst du nicht immer alles. Dann müsst ihr euch wirklich an dieses Korrosionsschutzdepot wenden. Das ist der Dirk Schucht, ein ganz netter Kerl, der hat mir mal eine E-Mail geschrieben und sich bedankt, dass so viele Leute jetzt bei ihm kaufen. Und das muss ich jetzt auch wirklich einmal so ganz klar herzagen und ganz klar sagen. Der hat alle Kalein-Produkte, alles. Der hat alle Dinitrol-Produkte und sonst auch noch alle Branto-Produkte, was sonst auch noch wollt. Und vor allem hat er eine super Beratung. Der kennt sich mit den ganzen Produkten, er und sein Team, muss man sagen, kennen sich mit den Produkten perfekt aus. Ja. Da könnt ihr alles nachlesen, auch über das neue Transparentbox von Kalein, was wir spritzen. Da könnt ihr nachlesen, dass das eine Weiterentwicklung des High-Performance-Box ist von Dinitrol. Das habe ich nämlich selber gar nicht gewusst. Das hat mir DKS auch noch nicht gesagt. Aber es ist wirklich eine Weiterentwicklung von dem tollen High-Performance-Box von Dinitrol. Aha, obwohl von einer anderen Firma ist. Ja, das Kalein ist immer bei den Produktforschungen dabei. Die haben eine eigene Forschungsabteilung und die haben dieses High-Performance-Wachs so verbessert. Da haben wir jetzt ein schwarzes Wachs, ein braunes hätten wir, aber das habe ich nicht im Programm, weil da nehme ich immer nur das High-Performance-Wachs her. Und ein transparentes Wachs. Und dieses schwarze und dieses transparente ist eine Weiterentwicklung von dem High-Performance-Wachs. Und dieses transparente hätte ich gerne. Ja, das kriegst du. Wenn er nicht so rostig ist, Karosserie im Jahr hat keinen Rost. Der ist 4 Jahre alt, da kann man mal so viel. Ich habe ihn einmal von unten gesehen, aber ansonsten. Wir werden die Achsen perfekt machen, dann haben wir Karl-Heinz Rostock-Primer auf die Achsen drauf. Und dann ist meistens alles wieder wie neu. Dann sahen die Achsen wie neu aus. Dann ist der Unterboden normalerweise noch rostfrei nach 3-4 Jahren. Und viele Kilometer, glaube ich, hast du auch nicht drauf. 48.000. Sollte eigentlich nichts sein beim Karosserie, wir werden es sehen. Ja. Und dann können wir das transparente Wachs drüber tun. Das hätte ich gerne. Da hast du dann wirklich für das Autoleben die Karosserie sicher. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ich habe da leider noch ein kleines Batterieproblem bei meinem Wohnmobil. Und wir müssen mit dem Corsa da rein zum Simon. Jetzt muss ich gerade noch ein bisschen laden. Ich habe letzte Woche leider weg wollen nach Ungarn und habe vergessen, die Batterie abzuklemmen. Meine Schuld. Und das ist irgendwie schlecht. Ja. Dann ist immer die Batterie leer, weil wir den bewegen wir kaum. Wie viel braucht er? Ja, wir werden jetzt dann mal probieren, ob es geht. Mit dem Starter? Der hat noch so eine Start-Boost-Funktion. Da könnte es vielleicht auch schon klappen. Probieren wir mal, oder? Boost rein. Jetzt geht er auch Vollgas und jetzt geht es vielleicht. Jetzt muss ich da rübersteigen. Mal ausmachen. Ah, gerade nicht. Einmal noch, dann geht's. 10 Minuten oder 1/4 Stunde, dann geht's. Müssen wir den noch ein bisschen quälen, die Batterie. Brauch mal wieder neue. Alle 2 Jahre kaufe ich neue Batterie. Das ist, weil die Auto nicht gefahren, weil die Leute rumstehen. Ich lade sie zwar immer wieder mal auf, aber das ist alles zu wenig. Ja. Müssen wir halt warten. So, zweiter Versuch nach 10 Minuten. Na bitte, läuft doch. Ja. Jetzt kommt der. Kann ich abstecken. Kannst abstecken. Der hat dickes Wachs innen drin. Ja, super. Guck mal hier, wenn du hier den Fingernagel reinmachst. Fangen wir mal vorne an. Alles tipptopp. Kaum Rost. Jetzt machen wir mal mit dem Einstrahler sauber. Dann tun wir da den Motorträger schön behandeln. Und da kriegst du dann ein schönes, transparentes Premium-Wachs, gell? Da ist tatsächlich ein Wachs drauf, ja. Das ist jetzt schon alt und haut, gell? Und eigentlich für nichts mehr gut. Ja. Da kommst du genau richtig, Matthias, ne? Und dann machen wir das schön neu. Und dann hält es wieder die nächsten Jahre. Ja, 4 Jahre alt ist Zeit, dass man es dann machen lässt. Ja, das ist eher. Ich weiß nicht, da glaube ich nichts drauf, gell? Da ist nur PVC-Masse. Darunter ist eine Karosseriedichtmasse, ja. Aber hier ist richtig so ein Steinschlagschutz. Wenn du hier reinpackst, mit dem Finger, ist richtig schön. Fühlt sich klebrig an, ja. Passt gut. Also Opel hat schon was getan.
Die neuen nicht mehr. Gegen Rostschutz. Mit Peugeot hier jetzt der Land ist, die neuen Corsas haben das nicht. Nein. Die sind ganz schlecht. Ah, die anderen, was ich so da habe, die neuen, die haben nichts mehr. Nee. Ah, die Dacia nicht mehr. Nein. Dacia hat das vor 2 Jahren noch gemacht und jetzt nichts mehr. Genau. Gut, dann streuen wir mal das alte Wachs runter. Man sieht schon, das ist so ein weißes Wachs, aber ist jetzt schon hart und spröd und kann eigentlich keinen Rostschutz mehr bieten, so richtig. Hat vielleicht dafür gesorgt, dass weniger jetzt ist. Ja. Ja, genau. Hier ist auch ein Tank, der aus Kunststoff ist, auch Unsinn. Alles vollgespritzt, aber ist normal. Nein, ist super, es ist immer nichts, sage ich aber. Jetzt was auf, egal was, das kann nicht schlecht sein, kann nie schlecht sein. So eine vielleicht langlebiger und so eine weniger, aber ein Rostschutz hast du immer eine Zeit lang. Ne? Ganz egal, was du nimmst. Gut, dann werden wir mal streuen. Na, jetzt hat der Ismir Übel die große Ehre, seine Hohlraumaufnahmen selbst zu machen mit meiner Kamera. Siehst du was? Ja, es wächst drin. Es ist tatsächlich wächst drin. Schöne Aufnahme machen. Hätte ich nie geglaubt. Guck mal da, alles gelb. Ja, ich weiß nicht, ob man da was sieht, da hast du den Boden gehabt. Das ist der Boden, ja. Schaut gut aus, schaut sehr schön aus, vor allem sehr rostfrei. Guck mal da, was da ein Wachs ist. Ja, das Gelbe, gell? Ja. Gut, ja. Ganz erstaunt. Ja, hast Freude, gell, mit deinem Opel. Ja, das ist... Kannst du da dann in den Rahmen auch nochmal reinschauen? Da geht es vielleicht am besten bei dem großen Loch. Und die Aufnahmen, die schneide ich dann ein bisschen zusammen für die YouTube-Zuschauer. Oder es geht vielleicht schon so. Das schaut ja fantastisch aus, gell? Eine leichte Verschmutzung, aber überhaupt kein Rost. Ist nicht so leicht zum Filmen, gell? Nee, weil da hinten eine Kurve ist hier in dem Hohlraum. Ja. Aber man sieht Hohlraumversiegelung, da ist alles gelb innen. Ja, und kein Rost. Kein Rost. Da spritzt man ein bisschen ML vor und dann ein Dilindrol 1000 noch und dann ist das für die nächsten Jahre wieder super. Da ist beschädigt. Verschlossen. Da bin ich bestimmt gerade mit der Kamera gegen und habe die Wachsschicht beschädigt. Ja, die ist schon hart. Ja. Wenn das Wachs aushärtet, ist es leider für nichts mehr gut. Wenn wir mal Eis strahlen. Simon richtet schon her.
Und weil es so kalt ist diese Woche, werden wir die Heizung wieder anmachen. Mal schauen. An. 2, 4, 5 Striche. Ich habe doch nur 4 eingestellt. Die macht, was sie will. Oder der Simon verstellt da immer. Schauen wir mal, ob sie geht. Also die schaltet nicht ein, weil die Batterie kaputt ist, nehme ich an. Die will nicht mehr. Nein, die will nicht mehr. Die ist wohl hinüber. Die ist schon uralt. Ich habe da noch eine andere vom Wohnmobil. Der ist halt auch schon 2 Jahre drinnen und ist nie mehr gebraucht worden. Mal schauen, ob es mit der geht. Das Ladegerät funktioniert normal schon, aber das macht einmal überhaupt gar nichts. Das funkt ein bisschen, also haben wir schon Strom. Und die Anzeige ist ganz unten, nein, jetzt kommt sie ein bisschen. Wird schon werden. Jetzt lasse ich sie mal eine Stunde laden und dann machen wir einen Startversuch. Das Zeug ist echt super. Jetzt gibt der Simon schon den Karl-Heinz Rostock einmal auf die Roststellen und auch alle Achsen komplett natürlich. Dann sind wir wieder wie neu. Und auch die Bremssättel werden wieder wie neu. Jetzt hat sie mal eine Stunde geladen, nimmt nicht einmal 5 Ampere auf, nicht einmal kaum 2,5. Schauen wir mal, ein neuer Startversuch. Es geht langsam an, oder? Ventilator läuft mal. Startprozedur eröffnet. Eine Pumpe. Ja, Pumpe läuft auch. Jetzt wird leider spannend, ob sie wieder so raucht. Aber wenn wir sie nicht so kalt eingestellt haben, sollte sie nicht rauchen. Schlauch geht ab, schaut. Ja, alles sehr professorisch. Hat man professorisch gemacht und dann ist es so geblieben, gell? Wie oft. Das ist halt immer so. Jetzt wird es schon schneller und dann soll es eigentlich gleich mal zünden. Dann kommt schon heißes Gas. Aber dann raucht sie nicht, wenn man sie nicht zu kalt in der Verbrennung einstellt, dann raucht sie nicht. Dann geht es ja schön wieder an. Ja, passt, sie läuft. Da sieht man jetzt, was die Batterie aufnimmt. Fast 10 Ampere. Beim Starten.
macht der Simon Genitrol ML in die Hohlräume, spritzt davor. Und die ganzen Blechüberlappungen sprüht er ein mit Genitrol ML. Lass rauchen, Simon, lass rauchen. Vollgas. Ein klein bisschen Rauch. Das ist super. Und da ist schon schön warm. Jawohl. Perfekt. Sehr gut. Auf die Heizung ist Verlass. Haben wir jetzt schon den zweiten Winter. Die läuft an und für sich durch, außer wir sind eine Woche nicht da. Oder es ist so warm, wie jetzt im März war. Aber jetzt läuft sie wieder perfekt. Heizung geht. Und jetzt Kontrollraumschutz mit Binitrol 1000. Nach dem ML. Überall, auch in die Querlenker, Motorträger und natürlich in die ganzen Rahmen, Einstiege. Und da macht man eine Endoskopie. Soweit der Simon ist beim Einwachsen mit dem Premium Transparentwachs von Carline. Da sehen wir gleich, wie das frisch ausschaut. Und morgen filmen wir ab, wie das abglüht ausschaut. Er ist schon recht flott dabei. Und sehen tut man gar nichts, ist transparent. Nur auf die schwarzen Teile sieht man was. So schaut es ohne Wachs aus und so schaut es mit Wachs aus. Und wenn das ablüftet, dann ist es wieder schwarz bzw. so schwarz-matt. Filmen wir nochmal ab, wenn er fertig ist morgen.
einen Tag später. Und da Simon hat wieder so viel aufgekaut. Schaut aus wie Schnee. Du bist das gefrorenes Eis. Ja, müssen wir mal. Brutal. Na, so viel schmeiße ich nicht auf. Aber man sieht, wie brutal gut das auf die Kanten oben aufgebaut ist. Gell. Das kann eigentlich nie mehr irgendwie rosten. Das geht gar nicht. Weil von außen können wir mal bestimmt nichts haben. Ne? Von innen auch nicht. Hast du gesehen, wie viel ich da innen, ja. Ja. Ich habe ja. Hab schon Endoskopie gemacht. Aber den hat er schon brutal gut gemacht. Da bei die Bremsleitung lüftet schon ein bisschen ab. Die schauen wieder normal aus. Und das wird auch irgendwann normal ausschauen, aber es dauert halt schon eine Zeit. Wenn er so viel aufhaut, sich eine Woche. Da ist aber wenig drauf, gell? Nein, da ist viel drauf. Da ist wenig drauf, schau mal. Ich sehe ja, dass viel drauf ist. Das sieht nur so aus. Da ist nicht so viel drauf. Ja, das Fass ist alle, ja. Ja, das war ich aber nicht. Das hast du gestern getauscht gegen das Neue. Ja. Das warst du nicht. Ja, ich weiß nicht. So geht's bei uns. Wir benutzen eigentlich nur noch das Zeug. Ja, also, aber so geht's bei uns den ganzen Tag. 70%? Ja, ja, das wird stimmen. Ja. Stimmt, ja. Ja. Und was ich gesagt habe, die Leute sind viel freundlicher. Weil bei uns sind, also die Deutschen sind irgendwie miesepetrig. Also, wir sind so freundlich. Während der Matthias da Belobigungen ausspricht gegen uns Tiroler, schauen wir uns mal das Auto an. Das ist schon fast fertig. Ja. Also es ist schön zusammengebaut vom Simon und schön eingewachst. Der schöne Aufbau, alles drinnen. Ein Hohlraumschutz, was wir immer machen. Wow, ein neuer Auspuff. Ja, da staunt man ja nur mehr. Und er wird nicht müde, immer nachzuspritzen und nachzuspritzen. Was willst du denn da noch nachspritzen? Ja. Ja, nee, du brauchst gar nicht schauen. Da spritzt er noch nach, bitte. Aber ich verstehe das. Mir geht es genauso. Ich kann nicht mehr auch haben. Wenn ich mal anfange, es ist verrückt. Ja, es ich möchte es schön haben, Gerhard. Ordentliche Arbeit. Ja. Genau. Die schöne Arbeit siehst du nicht mehr, weil die ist nach einer Woche. Na, aber schau mal. Ja. Da oben, durch den Schatten sieht es häufig aus, als ob da nichts drauf ist, obwohl da viel drauf ist. Das sieht man einfach nicht. Ja. Da ist 4010 drauf, gell? Ja. Alles tipptopp. Wird ein bisschen riechen. Ja. Also nur der Eintopf. Ah ja, Bremssättel sind auch wieder wie neu. Perfekt. Schön. Jetzt fahren wir noch raus, dann machen wir einen Hohlraumschutz an die Türen. Das geht draußen ein bisschen besser. Und etwas Kantenschutz. Schau dir die schönen Bremssättel an, gell? Wird der Freude haben, der Matthias. Der freut sich durchgehend. Er freut sich, ja. Er freut sich. Gell, das ist gut. Also gut, dann fahren wir das Auto mal raus und da mal komplettieren. Mhm. Und dir gebe ich den Hänger. Super. Cool. Ich bin jetzt auch im Internet. Ich habe jetzt Hängerverleih. Ich bin im Netz der Netze. Oh, das willst du gar nicht, gell? Ja, mein Gott. Schneid es raus. Ich bin jetzt mit jemandem geflogen. Du bist dann so verpixelt. Also, okay. Nein, ich bin jetzt mit jemandem Rundflug geflogen, der hat gleich alles ins YouTube. Facebook rein. Facebook? Oh. Und ich habe keinen Facebook-Account, ne? Ja. Jetzt habe ich einen. Jetzt hast du schon. Nein, so kriegt man auch sowas, ne? Zur Bekanntheit. Ist ein Pilot, Freund von mir, von früher. Fliegt da rum. Da. Ja. Er ist schuld, dass ich nicht mehr fliegen darf mit der Drohne. Meine Drohne startet nicht mehr. Ja, was habt ihr mit mir zu tun? Ja, weißt schon, du Einspruch gemacht haben, ne? Deine Sippe da, nicht deine Pilotensippe. Ja, sie startet nicht mehr oder sie darf nicht mehr starten? Ich will, sie müssen ein Update machen, gell? Ja. Das ist du musst wegfahren. Aber ich müssen ein Update machen bei der Drohne. Im Programm, so ein Programm-Update. Das habe ich immer ignoriert, aber ich bin immer drum herum gekommen, hat mich nicht mehr auslassen. Ich habe es machen müssen. Und seit ich das Update habe, da ist Flugverbotszone. Da darf die Drohne nicht mehr starten, kann nicht mehr starten. Start verboten. Also ich weiß nicht genau, wie man das sagt, aber da ist halt dann so rot und da kann nicht abheben. Ja. Aber es ist halt, die fliegen wirklich genau da drüber. Ne? Ich meine, ich fliege ja nicht so hoch mit der Drohne und ich darf wahnsinnig gerne da Drohnenaufnahmen machen, wieder mal von der Werkstatt und geht nicht mehr. Aber jetzt werden wir in Wolfi fragen. Ich habe ein Update gemacht und dann nach dem Update kann nicht abheben.
Flugverbotszone. Ich darf jetzt da überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr. Wir sind damals noch geflogen, weißt du? Ja, 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 ja. War ja spaßig. Aber ich brauche bitte mal ein Bild von der Werkstatt, das kannst du jetzt machen. Ne? Ja, ich kann nichts dafür. Jetzt fliegst du mit deinem Flieger ganz nieder. Ja. Vielleicht kannst du ja da unter der Stromleitung durchfliegen, da, weißt du? Ja, ja, genau. Und dann schnell rechts, zack. Genau, ja, das mache ich ein einziges Mal. Und dann sind sämtliche meine Scheine und Berechtigung weg, oder? Ja. Ja. Na, weißt du, was das für ein Gefühl ist, wenn du nicht mehr fliegen kannst? Ja, ja. Scheiß Gefühl. In Ungarn fliegt sie perfekt, aber da kann ich nicht mehr abfliegen. Vielleicht schade. Ja, es wird aber restriktiver. Ja, es gibt immer zu viel Leute, die das tun und nachher wird es verboten. Ja, ja. Ja. Und nach dem Update, war ich da, normal ist ja die rote Zone leider so um den Flughafen rum, gell, aber jetzt ist sie anscheinend da. Ja. Schützendes Rauchrohr. Das kommt jetzt auch schnell. Nur. Und sind wir fertig? Geistig, körperlich sind wir fertig. Schön. Matthias, fertig. Ich bin ganz glücklich. Fein. Du hast Kantenschutz, Hohlraumschutz in die Türen, Motor, habe Heckklappe. Er hört nicht auf zum Putzen. Doch, der ist eh jetzt dreckig von der Fahrt. Ja, und vom Eistrahlen stauben sie auch ein. Genau. Eistrahlen produziert so viel Feinstaub und wir haben da nicht einmal einen Wasseranschluss. Mhm. Wir können es nicht einmal waschen. Ja, das ist nicht schlimm, ich wasche den morgen zu Hause. Ja, ja. Bis zu Hause ist der Staub auch wieder weg vielleicht. Der Staub. Ich bin froh, wenn das so schönes Wetter ist, ja, dass jetzt alles frisch ist und ich muss jetzt nicht im Regen fahren oder ja, so. Ja, fein. Dann wünsche ich dir gute Heimreise. Ich danke euch. Hat mich sehr gefreut. Und ich mich erst. Ein Kanalmitglied der ersten Stunde, ne? Mhm. Wohl live zu sehen. Genau. Und du hast ja alles live gesehen, gell? War. Alles echt, gell? Waren ja alles echt. Ja. Waren drei schöne, sehr schöne Tage. Bis auf den Sonntag, die Hinfahrt, die war nicht so schön. Aber gestern und heute war schön. Dann hat das schöne Wetter überhand genommen. Ja. Ich habe auch ein schlechtes Wetter gehabt in Ungarn. Bis auf den letzten Tag. Ja. Ja, ja. Jetzt wird Zeit. Hat mir an die Couch gefesselt. Ja. War schön. Du bist immerhin noch eine Runde gefahren. Ja. Der letzte halbe Tag. Habe ich mir nicht nehmen lassen, ne? Das war toll. Ja. Und auf das denke ich immer noch, wenn ich heute heimfahre, denke ich mir, ach, das war wenigstens der Krieg noch. Die Runde mit der Enduro. Mhm. So. Die letzte Runde mit der Enduro. Ich freue mich jetzt auch, wenn ich nach Hause komme, kann ich meinen Oldtimer ausmotten. Der ist noch im Winterschlaf. Der Ascona? Mein Ascona, ja. Ja. Den kann ich jetzt, weiß nicht, ob ich diese Woche noch mache, aber spätestens nach Ostern. Right. Das ist auch immer was Schönes. Die meisten Oldtimer werden nach Ostern aus der Garage oder zu Ostern. Ich habe Parkkennzeichen mit Saison 0410. Aha. Also April bis Oktober. Ja. Der auch, ne? Ja, genau. Ja, genau, nur der hat halt kein Parkkennzeichen. Genau. Der BMW, den zeige ich euch auch noch kurz. Ja. Und wir verabschieden uns jetzt vom Matthias. Tschüss, Matthias. Ciao. Und da wäre ein BMW, ein E39. Der hat nicht so viele Kilometer, aber ist natürlich ein bisschen älter. Der ist auch außen wunderschön so. Und den haben wir jetzt auch konserviert und eingewachsen. Aber schaut mal, Hitzeschutzbleche halten nicht mehr. Muss sich da gerade etwas einfallen lassen. Riesen Rostloch an der Wagenheberaufnahme. Das hat der Besitzer sogar gewusst und stellt ihn trotzdem her. Inlay was drüber gestrichen, dass er was oben hat. Da hat er die Bändelstütze oder Hebel, Querlenker machen lassen. Und schaut mal da oben, haben sie ihm da nicht reingeschnitten mit der Flex im Rahmen. Aber ich kann jetzt nichts schwarzen, jetzt geht es gar nicht runter. Das habe ich abgeklebt. Müsst ihr euch anschauen. Ja. Voll mit der Flex da reingeschnitten, aber nicht gleich ein bisschen, gell? Durchgeschnitten. Muss ein neues machen. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt muss er das zuschweißen lassen da.
das zuschweißen lassen und das lackieren lassen. Das ist auch alles. Bis daher ist ziemlich schwerer Rost und da ist leichter Rost. Drüben das Gleiche. Da ist eher leichter Rost und da ist schwerer Rost. Ich habe ihm nur so einen Epoxy-Rostschutzgrund draufgestrichen, dass er was drauf hat. Mehr kann ich nicht tun, ich weiß nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. So, alles abgefault. Ja. Ist halt wieder schade, ne? Da habe ich wieder ein Auto und kann ihn wieder nicht fertig machen. Ich kann da jetzt keinen Hohlraumschutz in den Einstieg rein tun. Weil wenn die jetzt da schneiden und schweißen, dann brennt der innen drin. Eine Konservierung sollte immer der Abschluss, der grüne der Abschluss sein. Aber wenn jetzt nach der Konservierung anfängst du da schneiden und schweißen, also ist nicht gut. Ja.